So, jetzt müssen wir uns hoffentlich hören zum 158. Retro-Pop-Videostammtisch heute am 13. April. Und heute haben wir Premiere. Ach nee, Quatsch, gar nicht Premiere, wir spielen Premiere, denn das war ein Wunsch eines unserer ja, Teilnehmer. Und da kommen wir gleich zu. Einmal noch mal vorab, wer hier mitspielen möchte, der findet auf retrocomfort.de alle Informationen, wie man hier mitmachen kann. Wir freuen uns regelmäßig auch über neue Teilnehmer. Und wer hier mitspielt, darf auch Wünsche äußern, was wir spielen. Da findet ihr, wie gesagt, alle Infos auf der Homepage. Aber jetzt wollen wir gucken, wer heute mit dabei ist und was sich hinter Premiere verbirgt. Denn ich kann schon mal spoilern, ich habe dieses Spiel viel gelesen, viel davon gehört. Ich habe es noch nie in meinem Leben gesehen, tatsächlich. Ja, wir haben einmal den Manfred mit dabei. Der spielt ja alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und beherrscht ja auch alles. Was sagst du zu Premiere? Erstmal hallo zusammen. Also das Spiel, ich habe es nie gespielt, nur mal einen Test gelesen. Also ich habe keine Ahnung davon, aber ich lasse mich überraschen. Gut, Stefan, gibt es bei dir Überraschungen oder kannst du uns schon sagen, Premiere hast du schon früher liebend gern gespielt? Ich habe früher liebend gern Premiere geschaut, als es noch Premiere hieß. Aber nee, also das Spiel ist rausgekommen genau in meiner persönlichen Wendezeit von 16-Bit zu PC. Und ich habe schon im Vorfeld vorhin erzählt, ich mit dem Ende meiner Schulzeit endete auch meine oder versiegte meine Quelle an möglichen Kopien. Und die endete eben im Sommer 92 und das Spiel ist danach erschienen. Und deswegen, ich kenne es aus der Amiga Joker, ich habe es aber noch nie gespielt. Bin da mal gespannt. Ja, wie gesagt, ich bin da leider auch der falsche Ansprechpartner. Ich habe es heute das erste Mal gesehen und war schon von den Intros, was wir eben schon gesehen haben, schon sehr begeistert. Das Spiel kenne ich aber, wie gesagt, nicht. Deswegen ist die letzte Hoffnung jetzt der, der sich das Spiel auch heute gewünscht hat, nämlich unser Manic242, der Michael, der uns mit Sicherheit jetzt gleich lockerflockig eine Einleitung zu diesem Amiga-Spiel geben wird. Herzlich willkommen bei uns. Hi, Servus. Und erstmal Hallo an den Chat. Ja, Premiere, ein Plattformer. Und ich glaube, das letzte oder eins der letzten Spiele von Callsign erschien 1992 für den Amiga exklusiv. Also eins der letzten Spiele von Calldesign für das System. So muss es heißen. Es geht im Prinzip darum, dass man die Rolle eines Cutters übernimmt, wie man hier gerade schon im cineastisch schön gemachten Intro sehen kann, der nach heftiger Crunch-Time kurz vor Premiere des Films und den letzten Schnitten an seinem Arbeitsplatz eingeschlafen ist und dem, während er friedlich dahingeschlummert hat, die Filmrollen geklaut wurden. Die wurden im Filmset versteckt, in den Film, in sechs Filmsets versteckt und wollen wiedergefunden werden. Und das ist jetzt im Prinzip unsere Aufgabe. Die Steuerung, sobald ich hier mal, ja, gut, ich komme jetzt nicht am Intro vorbei. Die Steuerung selber ist relativ einfach, Aber plattformtypisch für einen ich Amiga. glaube, es gab irgendwas mit zwei Ebenen oder sowas. Vielleicht kannst du das jetzt Genau, einmal es gibt kurz zwei erklären. Ebenen, da kann ich auch. Kurze Steuerung: Joystick mit einem Button. Also, es hat, soweit ich weiß, keine Zwei-Button-Steuerung, leider. Nichtsdestotrotz. Hat das Besondere an dem Spiel sind wirklich zwei Ebenen, durch die man wechseln kann. Man kann also nach vorne und nach hinten springen, indem man sich duckt und den Feuerknopf drückt. Und man versucht halt nach Möglichkeit den Gegnern auszuweichen und oder sie dann eben mit Dynamit wegzusprengen. Wie Man kriegt man findet Dynamit mit dem Knopfdruck oder wie kriegt man das genau an? per Knopfdruck. Okay, also Hockenknopfdruck Also ist dann kein Dynamit. Okay. solange man den Knopf alleine drückt, wirft man Dynamit. Ansonsten kann man auch noch Schalter betätigen oder durch Türen laufen. Also das Spiel ist, diese ganzen Sets sind wirklich sehr große, teilweise Labyrinthe. Was mir halt hier besonders gut gefällt, es sind eben nicht diese Standardsets. Also du hast nicht, wie in Plattformen üblich, das Wasserlevel, den Die Eiswelt. Dschungel, Was, wir haben die keine Sumpf. Tropfen von der Decke? Nein, es tropft nichts von der Decke. Ja, dann bin ich raus. Dafür Also haben wir das. halt hier eben eine Westernstadt, wir haben ein Space-Level, wo Science-Fiction gedreht wird, wir haben Comic-Welten, also einfach mal ein bisschen was Erfrischendes anderes. Aber der Sinn ist es, nur das Ende zu finden, oder Der muss ich Sinn ist irgendwas es, bis zum beachten? Ende zu kommen, dort den jeweiligen Boss der Stage zu erledigen und sich die Filmrolle wieder zurückzuholen.
Wie hoch ist der Schwierigkeitsgrad nach deiner Einschätzung? Ich habe ja mal Angst vor diesen harten Spielen aus Also der ich Frühzeit. habe es sehr intensiv gespielt, bin nie durchgekommen, habe aber zumindest das dritte Level mal erreichen dürfen. Das macht mir jetzt nicht viel Mut, aber ich werde es trotzdem mal Ich habe es probieren. dafür auch lange spielen müssen. Okay. Wie viele Level gab es? Was hast du für ein 7, Es hat 8, drei, sechs Level. 6? Okay. Bin mal gespannt. Stefan hat schon einen Boss. Man Ich weiß gar stirbt. nicht, was hier los ist. Ich verstehe gerade auch noch nichts. Hier kommen irgendwelche Heuballen auf mich zu, da kann ich rüberspringen. Da kannst du Jetzt kann, rüberspringen. ah, jetzt kann ich nach hinten gehen mit geduckt und drücken, das meintest du Genau. eben. Genau, das ist das, was ich mit Und den Ebenen meinte. die Grünen kriegt man nicht kaputt. Und eine Oscar-Statue sind Punkte. Ja, Da genau. unten ist ein böser Indianer. Oh, ich komme hier nicht weiter, das ist eine Mauer. Okay. Das verwirrt mit den Ebenen, aber da muss man sich dran gewöhnen. Wie komme ich nach vorne? Ducken und drücken? Genau Oh das gleiche Gott. nochmal. Jetzt Wie? schmal. Wie nochmal? Ducken und drücken. Ducken und Okay. Feuer für den Kann man Ebenenwechsel. den Indianer sprengen? Das ist ein schöner Satz, den Nein, möchte ich nein. zurücknehmen. Weil er in der falschen Ebene ist. Achso, oh Gott, kann man sich selbst sprengen? Nein. Das ist schon mal gut. Soll man durch die Türen durchgehen? Macht das Sinn? Ja, Oh, macht da auf jeden schießt Fall einer auf Sinn. mich. Das Nette ist, man hat drei Leben mit jeweils sechs Unterleben, auf Deutsch gesagt, ne? So ein Genau, bisschen. du hast diesen Energiebalken in der Mitte, das Der gleich Grüne. bei mir weg ist und dieser blöde Ball. Oh Gott, das ist ja Ihr hektisch. sagt ducken und drücken und sprungen. Hier passiert gar nichts. Ducken und Feuerknopf. Erst ducken, Ja, dann du stehst vor Feuerknopf. der Treppe, deswegen. Dann wechselst du eine Ebene hier, guck mal, wenn du vor der Tür stehst, ducken, Knopf, da ist er eine Ebene hinter, nochmal drücken, ist er wieder vorne. Das habe ich inzwischen verstanden. Da bin ich vorhin fast verzweifelt. Und wo kommen diese ganzen Strohbälle her? Warum liegt hier Stroh? Das ist Western. Darf man hier runterfallen überall oder ist es gefährlich? Du solltest natürlich nicht runterfallen. Ist ein Plattformer. Ach Der so. fällt, stirbt. Ich dachte, da ist eine Plattform drüber. Was sind Nö. das für komische Nackthunde hier? Oh Gott, wie sehen die denn aus? Die kann man nicht boxen. Was sind denn das für Tiere? Büffel? Hinten guckt der Hintern raus und vorne haben sie Hörner. Ja, Büffel. Verstörend. Aber halt ausgezogene. Oh Gott. Der Sombrero hat mich erschossen. Und jetzt hänge ich hier fest. Toll. Muss ich sicher nicht darunter? Ja, wenn es auf der einen Seite nicht weitergeht, geht es auf der anderen Seite weiter. Achso, ich darf da nicht runter. Danke, ich bin gestorben. Okay, du hast recht. Warum vertraue ich nicht dem, der es gespielt hat? Gott, diese. Sehr verstörend. Aber man gewöhnt sich wahrscheinlich dran. Grafisch ist es ganz hübsch. Okay. So, jetzt gehe ich durch die Tür durch. Ich meine, was passiert? Definitiv ein Trainer, das ist ja nicht zu schaffen hier. Das ist schwer, ne? Das ist richtig schwer. Ich habe leider keinen Trainer, Ja, glaube man ich. muss sich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, tatsächlich auch. Ich finde sie nicht schlecht, aber noch komme ich mit dem Stil des Spiels nicht klar irgendwie. Vor allem diese Ebenenwechsel sind im ersten Moment leicht verwirrend. Kann man durch Zwiebeltüren durch? Nein. Nein, aber dann hast du in der Regel irgendwo einen Schalter, den du Ach, da mit unten ist. Feuerknopf betätigen kannst. Ah, da ist ein Schalter. Wie kommt Noch man eine über. Kleinigkeit, die ich vergessen habe: Du kannst dich auch Treppen runterrollen und so dann in Gegner zum Beispiel reinrollen, indem du einfach auf der Treppe den Knopf nach unten drückst. Gott, ich bin gerade verwirrt hier mit den Ebenen. Aua, blöder Vogel. Also die Steuerung ist eigentlich logisch, aber sie ist sehr gewöhnungsbedürftig. Toll, jetzt hat er mich erschossen. Ich habe jetzt schon mein letztes Leben. Das ist eine Katastrophe. Ich glaube, Michael muss uns gleich mal zeigen, wie die höheren Level aussehen. Oder ist jemand von euch gerade erfolgreich? Geht so. Manfred, bist du durch? Nee, ich habe es nie gespielt, Ja. wie gesagt. Also erwartet nichts von mir. Ach, Mist. Ich hasse ja Spiele, wo man den Ausgang suchen muss und der nicht strukturiert zu finden ist. Ich will doch nur einfache Sachen spielen. Oh Gott, geh weg. Mittlerweile solltest du wissen, dass bei mir einfach Definitionssache ist. Ja. Nach dem Fiasko mit Lemmings 2. Aber ich wollte Du hast deinen die. Spaß gehabt? Ich habe meinen Spaß gehabt. Ja, eben. Und noch mehr, als ich euch gesehen Ich wollte habe. zumindest dem Spiel eine Chance geben. Ist das jetzt der Schalter? Wie komme ich denn zum Schalter? Ach, wieder Ebenen wechseln. Oh Gott, Ja, das ist der dreimal. Schalter. Dreimal die Ebenen wechseln und den Schalter. Ah, da geht die Tür auf. Das ist eine tolle Tür. Ich benutze zu Hause den Knauf. Schalter umlegen, um die Tür zu öffnen. Naja, gut. Ich will nach hinten. Geh nach hinten. Hä? Jetzt schon keine Lust mehr hier. Wieso geht der Typ nicht nach hinten? Ah, jetzt geht er. Wenn natürlich auf der hinteren Ebene ein
Hindernis ist. Hindernis ist, dann kann er natürlich auch nicht dahinspringen. Ich möchte auch nochmal sagen, hallo in den Chat, hallo Inso der Erste, hallo Jungwolle. Hallo Inso der Erste, was? Haben wir schon mehrere? Ne? Er war der erste Prime oder der erste so. Abonnent dachte, bei uns. Ich dachte, wir müssen die Inso schon durchnummerieren. Nein, 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 bei uns ist er jetzt jedenfalls, deswegen ist er tatsächlich Inso der Erste für mich. Okay. Ah, verdammt. Hier ist noch eine Tür, die kann ich dir wieder zumachen oder was? Geht dieselbe Tür wie jetzt? Nee. Frage, was bringe ich die Oscar-Statue und Außerpunkte? Geld, Punkte. Die bringt nur Punkte. Okay. Warum haut mich ein Kaktus? Weil das kann. Richtig. Nein, Entschuldigung. Weil er begriffen hat, was du für ein schlechter Mensch bist. Das hat der Kaktus begriffen, deswegen. Ich lasse mich verdient ungern haben. Ich lasse mich ungern von einem Kaktus verprügeln. Was ist das? Unübersichtlich. Das war's. Ja. Die Sombreros, die am Boden liegen, kann man auch anderweitig nutzen. Immerhin habe ich schon mal ein Game. Ich habe mich gerade im Filmmaterial verheddert und habe ein Game Over Screen. Also, das ist nicht einfach tatsächlich. Da finde ich hier noch jemanden, der es nochmal ausprobieren möchte. Ich finde es gewöhnungsbedürftig. Aber du sagst ja, man muss es lange trainieren, ne? Ja, also ich habe lange gebraucht und die Level sind auch nicht gerade klein. Okay, dann gucke ich euch nochmal zu und gucke mal, ob mich hier jemand ablöst gleich mal. Aber es ist grafisch eigentlich ganz schön. Es gibt eine CD32-Version, hat die jemand mal gesehen? Die habe ich gerade an. Achso, das habe ich jetzt Die gar ist nicht aber so. nicht, anscheinend nicht viel Nee, das anders. ist auch nicht zu sehen. Das ist exakt das gleiche Spiel, würde ich Achso, habe denken. ich jetzt gar. Oh, Continues gibt es, sehe ich gerade. Das ist ja immerhin etwas. Gibt es unendlich viele Continues oder? Würde ich nicht drauf wetten. Na gut, ich habe die ersten Level nicht geschafft, nützt mir dann sowieso Aber ich habe nichts. jetzt hier so einen Checkpoint erreicht, in dem ich über diese Klappe drüber gelaufen bin. Das ist erstaunlich, wie viel ich mich noch erinnere an dem Spiel. Ah, nochmal, das ist der Checkpoint. Wie komme ich hier hin? Der Fuchsschwarm? Ich kann Wer jetzt sich komplett nicht. verirrt auf HOL, gibt es im Übrigen, hi Miri, gibt es im Übrigen die ganzen Level als Karte. Ja, das ist ja cheaten, das machen wir nicht. Ja, natürlich ist es Cheaten. Deswegen habe ich es auch nicht, aber. Mir ist es vorhin aufgefallen, als ich das Handbuch gesucht habe. Schaut mal, ich habe eine nette Gag-Werbung gefunden hier. Chuck Rock Teil 8. Acht. Ja, ich habe hier das nächste Poster unten. Heimdall, den Ja, seht ihr, Film. vielleicht einen achten Teil mal vorschlagen für den Stammtisch. Wenn du es findest, gerne. Boah. Ihr Schweine. Von beiden Seiten beschießen sie mich. Ach, verdammt, kannst du fallen jedes Mal. Und natürlich kann ich während dem Springen nicht schießen. Ah, der nächste Checkpoint. So, jetzt bin ich komplett unter dem Dach schon. Brauchen wir nicht.
Wenn sie irgendwo verlaufen haben. Ah, Jungwolle. Ja, mal mit den 1000 Wortspielen. Hier will keiner Premiere spielen. Ja, sagen alle, sie haben komische Erinnerungen oder möchten es nicht. Schade. Muss ich noch machen. Alles Banausen. Absolut, absolut. Ja, hätten es mal die Möglichkeit, so ein Meisterwerk zu spielen und dann. Ich würde auch nie sagen, dass es schlecht ist. Ich sage nur, ich bin schlecht. Gut, ich sage ja generell über mich, ich bin ein schlechter Mensch, von daher passt das. Nicht schlechter Mensch, schlechter Spieler. Das ist ein Ach ganz großer so. Unterschied, Stefan. Ach so. Okay. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil von mir. Wenn, soweit ich mich erinnere, ja. Jungwolle. Die Fotografen sind Safe-Punkte oder Checkpoints oder wie auch immer man es nennen will. Dachte, die Klappen hast du vorhin gesagt. Dachte ich ursprünglich auch. Aber jetzt habe ich zwei Fotografen gehabt, die mich Jetzt einfach fotografiert haben. erzählst du mir, welche Geschichten ich suche Klappen. Er lügt uns hier auch noch an, ganz Ja, eiskalt. das Ja. ist die. Entschuldige, ich hab nie das Handbuch dazu gehabt. Hat der Hund gefressen, ne? Eins von den beiden sind, ja, genau. Eins von den beiden sind Checkpoints. Super. Entweder oder Fragen. Da hatte jemand den Ausgang gefunden und kann schon mal sagen, wo der ist. Nein. Gut, so Ich war lang. vorhin erstaunt, dass Stefan schon beim Boss war. Ganz ehrlich, das Schlimme ist, ich habe nur die Space-Taste gedrückt, weil ich dachte, ich wollte eigentlich nur eine Pause drücken irgendwie. Ja, Und auf dann hast du einmal war vielleicht ich eine ein. Trainer. Nö, der hat sich von selbst ausgestellt. Wie lange ist denn der schon weg? Das weiß ich nicht. Wohl noch Musste nicht ihn so so lang, aber fragen. mittlerweile ist er wieder da. Das verstehe ich nicht. Der ist einfach ausgegangen. Müssen wir nochmal zurückspulen. Nein, okay. Da hat man mein Fluchen gar nicht gehört. Das ist ja schon mal sehr gut.
Schade. Jetzt mit Echo? Das kann eigentlich nicht sein. Echo, Okay, 2 Minuten haben Echo. gefehlt. Sagt ihr bitte, ob wir Echo, also Echo dürfen wir nicht haben normalerweise. Einmal bitte nochmal gucken, ob nur Inso Echo hat, weil hier geht kein Echo raus. Alles gut, Nee, schreibt passt Inso. wieder, Okay, okay. wunderbar. Und Sascha Samba, hallo, servus. Der ist tatsächlich von selbst ausgegangen. Haben wir so viel Scheiße geredet, dass wir gemutet wurden? Das ist Stummfilm, echt. kommt das noch? Das ist, glaube ich, Ebene 2. Da komme ich nie hin, das ist viel zu schwer. Ich komme schon im ersten Level nicht klar. Ich habe hier schon so viel Leben verloren. Und vor allem finde ich es scheiße, dass man immer wieder von vorne anfangen muss, weil ich den Safe-State-Safe-Punkt nicht finde. Ja, tatsächlich stört mich das auch extrem schon. Das heißt, Also, selbst du merkst das. naja, das heißt selbst ich bin ja gar nicht so resistent gegen so eine Spiele. Aber du magst es doch. Mann, du Malaka, wap. Aber du magst das Spiel doch. Du hast es dir ausgesucht. Ich habe ihn nicht ausgesucht, das war Also, Michael. stimmt, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Habe ich dich schon dafür verantwortlich gemacht? Nein, Ja, nein. ich weiß aber zumindest, was ich jetzt auswähle mir demnächst. Premiere 2. Nein. Ich mache immer dieselben Fehler. Das ist lustig. Ich kein Lerneffekt. Verraten willst du es nicht, oder? Ach so, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier sagen soll. Ich wünsche mir Nein, Devil in the nein. Movie, da habe ich Bock drauf. Oh, Okay. geil. Sag es nachher nochmal, muss ich ja eintragen. Ja. Deswegen wollte ich es nicht gleich sagen. Ach du, ich versuche es mir zu merken, aber du weißt ja, die Retro-Demenz. Ja, Kann der kenne bitte die. mal in die hintere Ebene gehen und nicht rumhampeln und tanzen? I want to dance with somebody. Ja. Hauptsache, die Tolle bewegt sich. Was ich sagen muss, was mich aber stresst, immer, dass man hier immer Leben verliert, die Türen alle wieder zu sind. Das ist echt. Ich muss hier von ganz vorne anfangen, Ja, weil du ich fängst, jetzt. genau, du fängst eigentlich das ganze Level komplett nochmal neu an, Manfred. Und Du musst das finde alles ich ein nochmal neu bisschen machen. unfair. Hauptsache, dass wir der tanzende Kaktus, der macht mich jetzt schon aggressiv. Ja, das ist nett gemacht, aber für die heutige Zeit bräuchte ich mehr Safe States. Boah, und weniger Pfeile. Ja, es ist aber als Kind seiner Zeit wirklich hervorragend. Ja, aber ich habe es damals nicht gespielt und mir fehlen tatsächlich jetzt die Skills von damals. Ich finde es ganz witzig bisher. Mich stört halt wirklich nur ganz massiv der Punkt. Ich will nicht immer von vorne anfangen. Ja, genau. Ansonsten finde ich das wirklich ganz Ich gebe witzig dir recht, bisher. aber das macht. Jetzt sehe ich im Startbild, das ist auch ein Kaktus. Ah, der bewegt sich aber nicht. Warte mal, wer gerade Game Over ging. Wieder alle im Was ist Wechsel. denn das jetzt hier? Was soll denn das da? Hallo, Leute. Ein fliegender Sombrero? Ja. Ah, oh, nein, nein, nein. Oh, nee, Duck You. Ey, wirklich? Jetzt noch mal.
Sehr gut. Okay, diese Kameramänner sind einfach nur Fallen. Oh, schön. Noch ein Haufen Büffel. Das ist ja nett, wenn man diesen Schalter betätigt, dann kommen Kaktusse runter. Wunderbar. Oder Kakteen, besser Ja, genau, gesagt. da gab es ein paar Fallen. Aber kann es sein, dass man gegen die Mögen eh nichts ausrichten kann? Doch, Also, wenn du sie triffst. ja, genau, das ist ja das Entscheidende. Am besten ist aber eher ausweichen. Ach, Gott sei Dank. Bisschen Energie. Bin jetzt fast schon ausgegangen. Verdammte Möwe. So. Gut, dann bin ich jetzt wohl beim Bossgegner. Okay, also ich muss ihn Na, immer wenn er zuckt, ne? schießen. Ja, ich muss schneller schießen als er. Sobald er anfängt zu zucken, muss ich quasi abdrücken. Einmal. Zweimal. Dreimal. Geschafft. Angeber. Nee, So. ich habe es vorhin nicht geschafft. Ich habe nur einmal getroffen gehabt. Stage 2. Ich glaube, das war jetzt schwarz-weiß. Also jetzt sind wir wirklich schon im Stummfilm. Alter, wie gemein ist das denn? Ja, und jetzt? Ja, was hast du denn hier gemacht an der Stelle, falls du sie siehst und dich daran änderst gerade eben? Kann ich hier irgendwas machen?
Ich habe den Schalter gedrückt, dann kamen die Kakteen auf mich zugeflogen. Du kannst auf den Hut werfen. Feuern. Werfen, oh, okay. Also. Ja, okay, ja. Okay, Genau. danke. Bitte. So. Das ist ja schön. Ich starte halt immer schon direkt ohne Munition. Katzen? Jungwolle, was meinst du? Was für eine Katze? Wer hat eine Weiß nicht. Katze? Meine Katze hat vorhin gemauzt, die wird es nicht sein. Habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Oh, schau mal, antike Burger. In Grau. Ah, das ist ja hinterfotzig. Der Kerl hinten im Hintergrund macht mich fertig, aber ich kann ihn nicht abschießen. Ach, da ist eine Katze. Weg mit der. So. Jetzt bin ich die Leiter hochgekommen. Mann. Treffer. Aber Werbung machen Sie ja, guck mal. Heimdall, coming soon. Opening soon, okay. Ja, das kam nach Heimdall, das Spiel. Die haben auch irgendwie Werbung für Chuck Rock 8 drin gehabt und Okay. ich glaube allgemein nur so ein paar kleine Gags versteckt. Ja, da habe ich nochmal pa Chuck Rock Part, Teil 8. Ich frage mich gerade, wie wir die Stacheln hier wegbekommen vom Schalter. An einer ganz anderen Stelle den An Schalter einer ganz drücken. anderen Stelle. Okay. Du musst auf die andere Ebene rüber, dann an der Leiter vorbei und da geht's weiter. Vorsicht. Dieser Kameramann, der friert dich kurzzeitig ein. Zwar nur einmal, aber wenn es blöd ist, dann friert er dich direkt bei einem Gegner ein. Und was geht da machen? Nichts, oder? Das dauert einfach ein bisschen, bis du dann wieder freigelassen wirst. Ansonsten einfach rüberspringen, oder? Ja, du frierst dich egal wie Genau. ein. Also du kannst springen, dann Ich bin gerade ein Stammbild gewesen. kannst du Glück haben, dass du Okay. nicht getroffen wirst.
dass du nicht von irgendwelchen Gegenständen erwischt wirst, die an dir vorbeirollen. Der zweite ist etwas schwieriger, weil da ist direkt ein Gegner daneben. Achso, ich wollte da rein. Nein! Blöder Och nee, Vogel. Mann, ich glaube kurz vor Levelende. Ach, Dark Jun, jetzt fange ich wieder von vorne an. Normalerweise, achso, du lädst neu. Geht ja die ganze Zeit so, deswegen, das nervt mich schon. Und normalerweise, da wo du gewesen bist, müsstest du eigentlich schon an so einer Klappe vorbeigekommen sein. Habe ich vielleicht auch nicht als solche erkannt, aber ich muss jetzt eh ein neues Continue, keine Ahnung, wie Ja, viel bei es Continue davon gibt. fängst du ganz von vorne an. Ja. Bleib da. Gut. Ah, vergessen wir die Vögel da hinten im Hintergrund, kann ich nicht abschießen. Das Blöde mit nur einer Buttonsteuerung. Wenn du vor dem Schalter schießen willst, dann leg deinen Schalter um. Ja, sowas Ähnliches habe ich auch schon feststellen können. Stefan, das sind die Klappen hier, wo es einen Checkpoint gibt. Gut, Die habe ich hier gesehen, sind, aber die habe, da ist genau. nichts passiert. Du musst drüber laufen. So dass sie zuklappt. Okay, hätte ich vorher wissen müssen. Aber gut, was soll's. Noch einer. Der Ton ist schon wieder abgängig. Moment. Nö, der ist da. Wir haben wahrscheinlich noch nichts gesagt in der Zeit. Ja, das ist halt, wenn keine Musik gespielt wird und keiner sagt was. Wobei, wir haben ja eigentlich nicht jetzt totgequatscht, aber geredet war schon. Ja, wir hatten aber auch kurz Zeit, wo gar nichts gesagt wurde. Ja, Ja, Ton, gut, ich habe der versucht. Ton ist in Ordnung. Ich habe es eben nochmal gecheckt. Der ist vorhin tatsächlich von selbst ausgegangen, aber wir haben es hier in der Location auch an. Man hört Nee, uns. ich war nur ein bisschen erstaunt, weil Jungwolle geschrieben hat, dass der Ton wieder Ja, ich fehlte. auch. Robin weigert sich auch, das zu spielen. Das ist echt eine Frechheit Warum von das denen. denn? Er sagt, das ist ein Rohstimme ist Core-Spiel, sie. das ist zu schwer. Ja, leicht ist anders, aber ist jetzt auch nicht. Eigentlich geht es mit ein bisschen Übung. Es ist jetzt nicht übermäßig schwer, aber Ich habe noch nie so viel ablehnende Blicke erhalten, wenn ich in die Runde frage, wer möchte mal eine Runde? aber schön, dass die Leute das Spiel wenigstens kennen. Es läuft auf dem Fernseher und dann, das motiviert anscheinend noch weniger. Aber ich Ja. finde es hübsch. Aber irgendwie kommt man nicht weit. Also ich nicht. Mir geht es genauso. Gibt es einen Cheat für unendliche Energie? Hat jemand rausgefunden, ob man beliebig viele Continues hat? Wenn du diese. Nee.
Wenn du dieselbe Version hast, die ich hatte, dann probier mal F1 oder F2. Okay. Ich halte weiter im Modus an. Ich möchte nicht mehr weiterkommen, Level. F3 ist Leben. Okay, der lädt noch also. Ja, er lädt noch. Nein, Malaka! Och, komm! Hä? Da war ich doch schon mal. Keine Handhelden. Es liegt an den Spielen, Retro-Locke, die ausgewählt worden sind. Das ist ja In der so. Hand. Ich vermute, Game Boy Advance und Co. Ja. Ich überlege aber gerade. Ja gut, das letzte, glaube ich, war Zelda. Der letzte Handheld, den wir gespielt haben. Ich kann mich erinnern, also es liegt wirklich an den Spielen. Es ist nicht, weil wir gegen die Dinger sind, sondern die Spiele werden ja können ja abgestimmt werden, mal so quartalsmäßig. Und da hat keiner vorgeschlagen. Du kannst gerne ein paar Handheld-Games vorschlagen per Mail an den Retro-Kompott. Und dann werden wir, wenn es abgestimmt wird, werden wir es auch zocken, na selbstverständlich. Und ich habe immer wieder mal von einzelnen Spielen mir Umsetzung für den Gameboy oder Gameboy Advance oder so angeguckt. Also ich kann mich konkret an Micro Machines erinnern, ich kann mich an Oddworld erinnern. Von daher gibt's schon. Die Hardcore-Sachen, da ist Stefan Spezialist dafür. Hardcore eben nicht. Nein, nein, du machst dir ein völlig falsches Bild. Also die Hardcore-Handheld-Sachen, so. Die beknackten Umsetzungen, sage ich mal, ja. Naja, wer Populus auf dem Gameboy spielen kann. Ja, ich liebe Populous, aber die Version ging gar nicht zum Beispiel. Also die hat mir überhaupt nicht gefallen. Die war auch nicht spielbar, bin ich der Meinung. Ich bin der Meinung, das war eine Machbarkeitsstudie, die man verkauft hat für viel Geld. Wow. Glück gehabt. Was muss ich dir jetzt ins Gesicht werfen, oder? Doch, stimmt, hatten, ja genau, in so hatten wir auch, sagt der mich hier auch gerade eben. Ah, ich muss ja tatsächlich was ins Gesicht werfen. Klingt auch irre sympathisch. Ja, jetzt habe ich hier die Nase kaputt geworfen. Ach so, na, da musst du den, da musst du Rotkäppchen, Patrick oder Robin fragen, warum sie da keine ausgestellt haben. Das kann ich dir nicht beantworten. Das ist ja. Aber schaut mal jetzt, die Klappe ist ja offen. Das heißt, das ist noch nicht, ich muss durchlaufen, sagt er. Genau, jetzt ist sie Jetzt ist zu, sie jetzt hast du einen geschlossen. Checkpoint ausgelöst. Das heißt, beim nächsten Tod sollte ich dort starten, meint ihr? Genau. Ihr seid ja optimistisch. Ah, ich bin jetzt aus Ägypten raus und in der Stummfilmzeit gelandet. Angeber. Innerhalb desselben Levels. Blöderweise ist mir die Munition ausgegangen. So. Musik denn im anderen Level anders dann oder ist es dieselbe? Nee, also jetzt im ersten Set, im zweiten Level war es so eher so ägyptisch angehaucht und jetzt so ein bisschen Slapstick-mäßig. Mhm. Moin, Palmiga. Servus, Palmira. Ja, wie soll ich denn da rein?
Wisst ihr, wir brauchen Ägypten. Ja, da werde ich wahrscheinlich irgendwo Schalter finden müssen. Oder ich hätte diesen Schalter nicht betätigen dürfen. Keine Ahnung, wo es weitergeht. Ah, da oben vielleicht. Ja, nicht ganz. Robin, er ist kurz weg, hatte schrieb er ja. AFK, du wirst ihn also, er wird es wahrscheinlich lesen, wenn er wiederkommt. Eigentlich eine gute Frage. Ich habe auch eine Zeit lang, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Bei Allerdings mir ist es auch stehen steht die geblieben, wobei Zeit. jetzt habe ich Pause gemacht, aber sonst bestehen. Aus irgendeinem Grund steht bei mir die Zeit. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe jetzt keinen Trainer an. Du lügst doch. Nee, tatsächlich nicht. Ich wollte es zumindest erstmal ohne Trainer probieren. Ja, aber jetzt ist er bei 2:23. Ah, kann es Echtzeit sein? Wie viel Stunden ich noch habe bis zur Premiere? Das heißt, das ist die Zeit, in der ich das Spiel geschafft haben muss. Na, großartig. Ich habe hier wahrscheinlich den Hebel umgelegt und hätte es nicht machen dürfen. Jetzt bleibt mir eigentlich nur wenig Oh ehrenhaftes Sterben nee. und das Ganze nochmals machen. Jetzt habe ich gerade die Frage, wie es weitergeht, aber bloß oben sind wir extra zum Einsammeln, sonst nichts, also. Ja. Okay. Aber dieser eine Hebel, wo du an den du vorher nicht rangekommen bist wegen den Stacheln, der dürfte jetzt erreichbar sein. Den habe ich schon aktiviert, das hat Ach schon so. gut. Genau. Und da war es diesen Fotografen hier, oder? Ja, genau. Kein Problem, ich spiele mit Cheat. Ja. Ich Was glaube ist so? nichts. Ich weiß ja, dass es nicht ganz einfach ist. Na, Moment, ich hab nichts gegen schwere Spiele. Ich finde es nicht gut, wenn es unfair ist. Das ist das Problem. Schwer darf zurück sein. Kein Es ist ja Problem. nicht unfair. Ne, unfair ist es nicht tatsächlich. Wobei, es gibt ein, zwei unfaire Stellen. Also, ich finde schon, wenn der Schalter gedrückt wird und da kommt Kakteen von oben, das musst du wissen. Ja, Und dann okay. ist das ist dann schon scheiße. Also, weil es ist auch nicht leichtes Spiel. Und wenn du dann jetzt irgendwie Leben verlierst, weil du das einfach wissen musst, aber noch nicht wissen kannst, dann. Okay, es ist zu großen Teilen nicht unfair, sagen wir mal Ja, so. genau. Im Grunde gebe ich dir ja recht. Das ist nur eine Stelle, die mich schon mehrfach jetzt gestört hat. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht schon wieder den Hebel umlege. Auch nicht versehentlich. Dann bleibt er hier aus. Okay, das war eine unfaire Stelle, weil das konntest du nicht vorab wissen. Dämlicher Polizist. Im Spiel. Nur im Spiel. Ja, genau. Tracy persönlich schießt mit Kuchen. Ihr Kuchen. Ja, anscheinend ja. Er feuert aus seiner Waffe einfach ein paar Kuchen.
Mann, ist doch scheiße. Sterbe ich wieder deswegen. Wolfchild 3. Wolfchild ist halt auch so ein ganz merkwürdiges Spiel, oder? Wolfchild habe ich früher unheimlich gern gespielt, obwohl ich es War das ein bockeschwer Plattformer? fand. War das ein Ja, es war auch so ein Plattformer? Plattformer. Und den habe ich gerne gespielt, aber ich muss sagen, ich habe das erste Level, glaube ich, nie geschafft. Es war relativ lang, habe ich in Erinnerung, und irgendwann wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Im Grunde Oh, habe ich es schau aber mal an. Ich gemocht. habe hier eine riesen Chuck Rock Statue. Na cool. Bonga, bonga. Hi Oliver. Hi Oliver. Ach, Mist. Weniger auf den Chat achten, mehr schauen, was im Spiel passiert. Ach, sehr schön. Lauter Türen. Keine Ahnung, wo ich jetzt rein muss. Geht mir hier aber genauso, ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hin soll. Hier sind so kleine Poster in dem Spiel eingebaut. So, bei mir siehst du gerade Heimdall. Und da war eben jetzt Werbung für einen oder ein Poster für Wolfchild 3. Deswegen. Ah. Ach, schön, jetzt fällt auch noch aus dem Fahrzeug raus. So. Es sind schon sehr, sehr große Level, die auch nicht wirklich logisch miteinander, also verknüpft sind, Ne? diese Ebenen, ne? Ne, das nicht unbedingt. Also kannst du hier schon sehr leicht verirren. Mist. Ah, super, jetzt kommen wir hier ans Popcorn ran. Mit dem Schalter. Ah. Und bin hinüber. Sehr schön. Continue. Yes. Und darf wieder von ganz von vorne anfangen, bei den Ägyptern. Ja, Mann, diese scheiß Möwe. Ja, genau. Und der Mexikaner gibt mir auch noch gleich den Rest. So, ich habe noch 2 Stunden 16. Also ja, das ist Echtzeit. Auf Wudersch, du hättest du durchspielen können jetzt hier so im Stream, ne? Ohne Trainer natürlich. Ja, natürlich. Wenn ich nicht irgendwann am Schwierigkeitsgrad scheitern würde, ja. Ich bin ja eh schon froh, dass ich nach all der Zeit ins zweite Level wiedergekommen bin.
Mein Problem ist, das Level ist extrem lang. Ich bin gleich wieder tot. Wenn ich wieder von Anfang anfange, ich weiß nicht, ob meine Motivation das hält. Also ich bin jetzt auch schon wieder tot, genau jetzt. Verstehe ich, verstehe ich. Weil man kann sich auch nicht, ich konnte mich jetzt nicht wehren. Der Fotograf kommt und dann gleichzeitig kommt so ein Strohballen, der. Und damit ist Ja, das das Thema war das, dann. was ich vorhin erwähnt hatte. Und jetzt bin ich, jetzt Fotograf muss ist ich. tatsächlich eine Falle. Und Einfach. genau, und das ist halt das, was ich sage, halt. Das ist dann einfach ein Scheiß-Spieldesign dann in dem Moment, weil ich mich nicht dagegen wehren kann, einfach. Es passiert einfach. Und vor allem, jetzt muss ich die ganze Stelle alles nochmal spielen. Ach, Mist. Bin zu weit gefallen, verdammt. Ja, das Level-Design ist auch sehr verwirrend. Ich habe schon gesagt, es gibt bei HOL so eine Übersicht über den gesamten Level, über den gesamten Aufbau des Levels. Es ist halt das reinste Labyrinth. Und ich nehme an, das soll es auch sein. Wobei sie es aber schon so gemacht haben, dass du dich nicht groß verirren kannst. Weil du meistens nie mehr als zwei Möglichkeiten hast. Ich hätte jetzt gerade ein paar mehr, aber die sind im Prinzip nur zwischen zwei Leveln hin und her gependelt, wo ich an anderer Stelle rausgekommen bin. Oder zwischen zwei Bereichen, nicht Level. Das ist die zweite Klappe. Kann ich natürlich nicht abschießen wieder. Na, jetzt.
Was meinst du mit Stil, Tom Dalton? Und jetzt runter, weil ich sonst im Kreis laufe. Der sogenannte Kreislauf. Der Kreislauf des Lebens. Dämliche Katze. Das denke ich auch oft. Ich könnte eigentlich Spielstand einspielen. Ist ja Ja, mach mal eigentlich, ruhig. wenn es euch nicht stört. Ach Quatsch. Tatsächlich ist nur der Sound zu hören. Ich habe sonst keine weiteren Geräusche. Es gibt nur die Ich Musik, höre ja. Springen oder sowas. Kein Sound FX. Ja, blöd. So, dann ist hier wieder die gute Dame, der ich die Nase abschießen muss. Ja, ich bin nicht sicher, ob man im Startscreen das nicht auswählen konnte. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ich glaube, da stand Musik. Ich hätte wahrscheinlich auch Sound FX wählen können. Einer der beiden Kollegen wird es auch bestimmt gleich sagen können, wenn die wieder am Startscreen sind. Ja, ich will hier gerade was. Entschuldigung, war klein, war ein bisschen böse. So, jetzt bin ich raus aus Ägypten und drin in New York der 30er Jahre. Na, Mist. Ja, aber normalerweise auf dem Amiga war es häufig beides, wenn ich mich recht entsinne. Also es ist eher ungewöhnlich, dass man da wählen musste. Aber selbst wenn, ich hatte meistens lieber die Musik als Soundeffekte. Ah, verdammt, jetzt bin ich schon wieder drauf reingefallen. Diesen Hebel nicht umlegen dürfen. Der den Hebel nicht zieht. Ah, super, jetzt kann ich erstmal wieder sterben. Also in der WHD-Loop-Version, die ich jetzt starte, kann man einstellen von vornherein Start bis Sound Effects by Default. Also man wird es irgendwo einstellen können.
Ja, ich sage ja, am Startbild ist normalerweise, steht normalerweise unten Musik. Und ich denke mal, da wird man es irgendwie umstellen können. Ich habe noch nicht drauf geachtet. So, und jetzt nicht den Hebel umlegen. Ah, jetzt habe ich eine Zwei-Button-Steuerung auch immerhin. Konntest du ihn auf zwei Button umstellen? Wer die Load-Version, die ich hier habe, hat das Ja. automatisch. Ha. Ich habe nämlich ganz dunkel in Erinnerung gehabt, dass ich das auf dem CDTV-Pad mit zwei Button gespielt habe. Bin mir nur nicht mehr ganz Bestimmt. sicher. Das Problem ist, ich spiele seit einer Stunde das eben mit einer Ein-Button-Steuerung und muss mich jetzt wieder komplett umgewöhnen, so ein bisschen. Also ich habe meine Ausrede dafür für mein Scheitern jedenfalls gefunden, will ich damit nur sagen. Tschechische Witzgestalten. Pavel Pipovic und Bronko Kulička. Jungwolle oder wen meinst du? Hebel und Spobinek. Ja. Es gibt dann die zwei Handwerker von und fertig, wo es mal ein großes Chaos gibt. Wie? Es gab so eine tschechische Serie und fertig ist die. Da waren zwei Handwerker, die haben immer alles verschlimmert, es hat alles kaputt gemacht, aber auf unmöglichste Arten. Die gab es in Deutschland auch. Die Serie hieß Werner. Meine ich nicht. Der andere war aus den 70ern, glaube ich. Hier war das Schild mit Wolfscheid 3, Oliver. Jungwolle, So. wer hat es jetzt? Klappe. Manfred? Ja, da kommt zu spät. Ich hoffe immer, dass wir eins von diesen Hebeln, mit denen ich nicht weiß, was sie machen, mir irgendwo nichts verbauen.
Okay, Jungbulle, da bin ich dann raus. Tatsächlich. Ich kenne die nämlich nicht. Ah, okay, nee, mir sagen die auch nichts. Aber gut, DDR. Ist auch nicht mein Spezialgebiet. Ja, aber da ich ja Westberliner bin, hat man ja hier ohne Probleme DDR-Fernsehen geguckt. Gucken können. Von daher hätte ich es ja theoretisch vielleicht ahnen können, aber. Ah. Ja, ist ja gerade da direkt darunter geraschelt. Nee. Wo geht's denn hier weiter? Ja. Flaschen. Jungwolle. Man nennt mich auch Locke. Kein Problem. Wenn du dieselbe Frisur hast, kriegt man alles gelöst, wenn man möchte. Deswegen habe ich auch gleich nochmal Safe Point angelegt. Mit dir etwa geschummelt? Ja. Bin ich hier gelandet? Ich cheat bei auch. Bei dem Riesenlevel habe ich wirklich keine Lust, das alles immer von vorne anzufangen. Ich weiß gerade nicht, wie es ja weitergeht. Also, es hat Mühe gekostet, hier raufzukommen, und dann ist ja nichts. Und dann, wenn ich da runterfliege, kann ich immer raufspringen. Und irgendwie, ich habe mich ja komplett verrannt im Level. Ich mal da drüber. Und da kommt runter, bist du auch schon gewesen, oder? Da war ich schon, ja. Ich bin jetzt bei dem Gang reingegangen, wo diese Salontür war, die grüne. Ja. Mhm. Aber ich komme nicht weiter, irgendwie, es tut sich nicht, wie eine Sackgasse. Den hast du auch ausgelöst? Ja. Der hat mich fotografiert, ja, das war schon, also. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Gott, so spontan weiß ich das gerade auch nicht. Ah, da muss weitergehen. Lord Victim, ich grüße dich gerne zurück, aber ich bin ja mittlerweile in Vossi. Ich wohne ja im Berliner Umland mittlerweile. Hä? Kann es sein, dass man bei dieser Tür wieder rausgehen muss irgendwie? Nee. Musst du weiter nach links. Also, wenn du durch die Tür durchgekommen bist, bin ich bei dem Kaktus raus. Aber danach komme ich nicht mehr weiter. Ob du weiter nach unten kommst. Dann stürzt du wieder. Dann falle ich wieder den ganzen Weg zurück, aber da gehe ich mir gar nicht mehr aus. Dann bin ich wirklich hier raus. Nämlich hier ist vorhin dieser Ausgestatter erschienen. Und die Büffel, die waren ja vorhin nicht da, also. Ich probiere es mal. Ich kenne mir also. Ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt gerade wenig weiterhelfen. Was mich... Ah, da kommt eine zweite Salontür. Ich glaube, dann geht es hier weiter. Das kann sein. Ah. Da war ich noch nicht, nee. Das hat schon mal gepasst. Übrigens, ich cheate nur mit der Energie, sonst nichts, also. Ja, ich habe nur einen Safe State bei der Klappe angelegt, beim Checkpoint. Und wie gesagt, ich cheate wirklich ungern, muss ich zugeben, also, aber so kommen wir gar nicht weiter. Ja, bei dem Spiel ist aber absolut verständlich, wenn man cheatet. Es ist tatsächlich nicht so einfach. Aber es ist auch nicht unverschämt schwer. Also. Finde ich jetzt zumindest. Tja, ich bin hat seine Momente, wo es
unfair ist, wenn du das Level nicht kennst. Ich bin gerade den ganzen Weg wieder runtergeflogen. Wunderbar. Ja, genau. Ich bin übergelaufen. Aber das mit diesen Feiertagen, die verstehe ich eh nicht. Also, Frauentag hier und da. Keine Ahnung. Ich nehme es mit, wenn ich frei habe und muss immer noch aufpassen, wann ich wo einkaufen gehen kann. Weil ich arbeite ja in Berlin immer noch. Aber ja, egal. Zurück zum Spiel. Ich will ja mal spoilern. Ich cheate auch. Ich habe nämlich keinen Bock mehr hier auf. Ich scheiße immer wieder das erste Level. Das ist auch riesig. Kann das sein? Ja. Ja, das habe ich aber gesagt, dass die Labyrinthe riesig sind. Ja, aber dadurch sind es viel zu wenig Rücksetzpunkte. Ja. Ja, ernsthaft, verstehe ich. Das könnte mir richtig, also es gefällt mir so oder so schon ganz gutes Spiel, ja, aber das ist ein Ding, da komme ich nicht drauf klar, so ein bisschen. Und das Spiel könnte viel besser sein, wenn du die Level nur halb so groß machst, weil dann sind sie immer noch groß. Und ja, das hätte auch wirklich mehr Checkpoints vertragen. Ja, genau. Dann hat man aber das Gefühl, dass man so ein bisschen Fortschritt hat irgendwie. Weil, genau, die Checkpoints sind jetzt nicht so viele. Also ich spiele jetzt tatsächlich 21.18 Uhr, also ich spiele jetzt bestimmt eine Stunde 10, war ja ein, zwei Mal kurz unterbrochen weg, und habe genau einen Checkpoint bisher gesehen. Ich bin auch nicht sicher, ob das erste Level nicht sogar nur einen Checkpoint hatte. Naja, das würde mich ja nur bestätigen. Ja, das ist halt wenig. Geil, jetzt fange ich hier unten an wieder. Oh, nee, oder? Also ich spreche von diesem Checkpoint übrigens. Ja, genau. Na, ganz ehrlich, das ist ein bisschen demotivierend jetzt. Vor allem, ich bin zurückgefallen, weil ich von einem Strohballen getroffen bin, den ich nicht hätte ausweichen können. Und dann gab es eine kleine Kettenreaktion von Dingen, wo ich nichts hätte ändern können und bin dann dafür ganz runter und raus aus dem Bild quasi und dadurch gestorben. Aufpassen mit den Schaltern, weil hier bin ich jetzt mal schon stehen geblieben. Ohne zu wissen, wie es weitergeht. Ja. Warum bleibe ich denn bei dem Fotografen stehen? Ich bin doch kein Reh, was bei Licht irgendwie stehen bleibt, komplett. Naja. Wir haben halt irgendeine zeitgenössische Falle gebraucht. Was ist jetzt die Begründung für alles? Anscheinend, ja. Oh, ich bin beim ersten Boss, stelle ich gerade fest. Super. Ja, da war ich ja vorhin auch mit der Leertaste. Ich drücke die mal. Jetzt weiß ich, was vorhin das Problem war. Ich habe aber ich drücke die Leertaste und bin beim Endboss. Okay. Dann hast du vielleicht irgendeine getrainerte Version? Ja, aber das ist jetzt bei der Version so und bei der davor war es auch schon so. Die davor hatte keinen Trainer. Merkwürdig. Manfred, drück mal die Space. Also du bist ja bei meinem Boss, also okay. Sobald er sich halt bewegt, musst du schon Feuerknopf drücken. Also hast du schon. Ja, beim ersten Mal geht's, aber der zweite Mal schaffe ich immer nie. Okay, ich bin tatsächlich zwei, also. Ach Gott, okay. Ich bin so ein Hirsch. Gelehrt hast du. Hätte einfach nur in die andere Ebene gehen müssen. Das ist witzig, oder? Ich habe nichts gemacht, also. Ich sag ja. Ja, soll mir recht sein, was soll's. Aber den zweiten Schuss kann ich nicht setzen. Da besiegt er mich jedes Mal. Ich mache auf jeden Fall einen Selbstsicherheit habe. Michael, drück du doch auch mal die Space-Taste. Warte nicht, Moment.
Ich lege mal kurz den Save State an. Mhm. Passiert nichts. Okay. Einen anderen Trainer zu haben. Ticketschalter. Oh, ich dürfte dann wohl jetzt beim zweiten Boss sein. Don't stain the train. Soll heißen? Ah, okay. Was mir gerade nicht aufgefallen ist, dass hier die Warnzeichnung vorbeiläuft auf einmal. Hier. Ja, schön aber schön die kannst gemein, du auch nicht abschießen. Ja, aber ich fand es irgendwie einen netten Gag. Also. Hab mich überrascht. Gut gemacht. Er besiegt den nicht. Oh, hier gibt es nochmal Popcorn. Sehr schön. So. Jetzt lege ich an der Stelle nochmal einen Checkpoint an. Bin auch nicht sicher, ob es irgendwie extra Leben gibt im Spiel. Ich habe bis jetzt noch keins bekommen. Nee, ja und noch nicht. So, das heißt, ich muss den Zug abschießen, dabei schauen, dass ich nicht in irgendwelche Schlaglöcher falle und mich auch noch rechtzeitig ducken. Ich habe ihn besiegt, ich habe ihn besiegt. Yay. Ach, Mist. Ich habe auch noch begrenzte Ammo. Sehr schön. Jetzt kann ich überhaupt lesen, was der Chat geschrieben hat. Ach, so schlimm ist das Spiel nicht. Das ist, sind nicht nur die Animationen. Ah, verdammt. Okay, die Figur an der, Wende, an der Wand, die... Oh. Ja, wie gesagt, die lassen sich nicht abschießen. Das spricht jetzt auch nicht so für gutes Level-Design, finde ich persönlich. Also ich möchte ja nicht mäkeln, aber... Ah, schön, ich habe keine Munition mehr. Oh, ein Grafikfehler. Macht das einfacher für mich. Oh. Sieht toll aus. So, Oliver, was ist das jetzt für ein Grafikstil nochmal, technisch gesehen? Restyle. Herr Steffen, du bist wahrscheinlich gerade im Level der abstrakten Kunst, also. Obwohl, ja. Es hat was von Top Banana, oder? Ich wollte gerade sagen, du nimmst doch jetzt nicht diese zweite verbotene Spiele in den Mund als Namen. Und ich weiß natürlich jetzt überhaupt nicht, was ich machen soll. Ach, übrigens, in Sachen Grafik, ich habe heute Katakis gezockt und auf einmal war das Raumschiff pink. Keine Ahnung warum.
Ja, super. Boah, es ist ein schwieriges Level. Ich habe 16 Schuss, wie soll denn das gehen? Da liegen ja welche rum. So hier beim Boss. Ja, ja. Beim nächsten Mal jetzt. Du musst ganz am Anfang zum Beispiel die erste. Ach, da. Okay. Habe ich nicht gesehen. Oder hatte ich nicht gleich erkannt. Ja, verdammt. Oh, das ist nichts für mich. Mich erinnert hier dieses Level so an Aztec Challenge. Du darfst keinen Fehler machen und dann. Verdammt. Das ist doch kacke, das Level. Das ist doch richtig kacke. Mist, Mist, Mist. Nach. Ich komme hier vor wie bei Hugo. Ja. Immer das richtige Knöpfchen drücken. Das macht echt so semi-bedingt Spaß. Also wenn wir mal einer mit der Lorenfahrt aus Donkey Kong kommen, dass die schlimm wäre dagegen. Ja, semi-fair, semi-gut, semi-spaßig. Ach so, ja, die Musik ist noch an. Muss ich da noch darüber beschwert? Nee, nee. Ich dachte mir, was meint Jungwolle mit Spinett? Wie lang ist denn diese Kack-Level? Ich hab keine Ahnung.
Ja, Oliver, die ist der Hass, aber tatsächlich könnte jetzt dir schlimmer. Ich habe mir die Tür hier aufgekriegt. Ich kann gerade nicht schauen. Okay. Dann gehe ich den ganzen Weg nochmal zurück, was soll's. Ich kann es dir sagen, drück mal die Space-Taste. Ah, doch, da musst du auf die Nase schießen. Und der Sphinx. Stefan, Space hat funktioniert, danke. bei mir hat es auch funktioniert, die Taste. Ich habe eine ganz merkwürdige Version. Ach, da warst du. Ey, ich ist jetzt aber wieder eine andere Version, ne? Da, also, war das der Level-Skip. Also, aber gut, müsste das recht sein, also. Etwas da ist der Schlüssel für die Tür. Aber wenn ich mir vorstelle, Universalschlüssel fürs Level. Ich spiele jetzt eine Stunde pro Level und verkacke ja in der Lorenfahrt innerhalb von 60 Sekunden drei Leben und darf ich wieder neu spielen. Hui. Ja. Was ein bisschen ärgerlich ist, dass die Level sind so groß und du kriegst kein Levelpasswort oder ähnliches. Ja. Musst du das Spiel da wirklich am Stück durchspielen. Kann mal kurz einer von im Chat schauen, wie lang das Longplay für das Spiel ist. Ja, 2,5 Stunden, länger kann es ja nicht sein. So echtzeitmäßig meine ich. Goddamn. Bei der Musik jetzt schon mal sagen, dass sie mich echt abnervt. Weil sie auch stresst. Also sie soll ja stressen, das ist offensichtlich das Ziel. Level, aber. Ja gut, auf der anderen Seite ist es doch sehr zeitgenössisch. Ah, geschafft. Wie geschafft? Geschafft. Nee, das geht großer nicht. Abgrund, da springst du drüber und der Zug schafft's nicht. Hey, das Schloss kenne ich doch von gestern. Was, Schloss? Ja, bei mir im Ladescreen. Ach so, ja, ich sehe. Stimmt, sieht wirklich so aus, ne? Ja. Ja. Also spiele ich jetzt Dirk und rette die Prinzessin. Ja. Stefan, ich habe jetzt mal die Space-Taste probiert, der Zug hat wunderbar funktioniert. Wie, da geht es auch? Ja. Ich war nur neugierig, was da ausprobieren. Oh, das dürfte dann wohl der Horror-Level sein hier. Nicht, dass das hier nicht schon Horror wäre. Stefan, ich frage mich, ob der Zug zur Deutschen Bahn gehört, oder? Nee, der ist zu nah an mir dran. Also bei der Deutschen Bahn, da stehe ich länger und warte, dass er zu mir kommt. Also das kann ich. Da kommt der Zug auch nicht zu dir. Das stimmt nicht. Bahn. Das stimmt, also theoretisch schon. Wir haben hier ja in dem Kaff Regionalzuganbindung und S-Bahn, Berliner S-Bahn. Von daher. Ich staune gerade, wie modern der Friedhof ist. Wie hydraulische Gräber, merkwürdig. Habe ich es auch noch nicht gesehen. Wie weit ist das modern? Ich habe es bis heute noch nicht gesehen. Ich wüsste doch nicht, wann sowas sinnvoll wäre. Ja, Hauptsache auffallen, oder? Schaut mal, was hier unterwegs ist, das eiskalte Hähnchen. Also meint ihr, ob das eine Falle ist? Hier sieht irgendwie nett aus, oder? Keine Ahnung, ich habe jetzt beide umgelegt, aber es ist nichts passiert.
Das ist ein Aufzug. Okay, macht nichts. Der Soundloop, der einfach nur 20 Sekunden maximal geht. Oh, schau mal an, den Gast kenne ich auch. Who you gonna call, oder? So. Wer braucht schon einen Cheat oder die Space-Taste? Ja. Ach, da war ich doch schon mal. Ja, eiskaltes Händchen. Und gleich so viele davon. Müssen die ganze Familie erwischt haben. Ja. Eine Stunde 30 bis eine Stunde 45 dauert das Longplay. Ja, Bad Taste war früher super, haben wir als Kind ganz gern geschaut. Ich weiß nicht, heute ist es irgendwie. Ich muss gestehen, ich habe den Film gar nicht gesehen bis heute. Ja, ich finde es auch heute nicht mehr so gut, wie ich ihn früher gefunden habe, ehrlich gesagt. Gut, das geht mir bei vielen Filmen so, ne? Heute finde ich Brain Dead Film so besser. Ja, gut, also die Version hier. Ich würde wenn er den Handrasenmäher auspackt. Ach, bei den letzten Minuten des Films. Ja, genau. Du sprichst von der Blood Edition, oder? Bitte? Du sprichst bei Brain Dead von der Blood Edition, oder? Ja, von der einzig wahren Edition. Ich kenne eine wirklich coole. Schaut den Braided auch geschnitten. Ich kannte nur die Uncut-Version. Ja, eben. Ich sage, wer schaut denn das freiwillig geschnitten? Ich weiß nicht, wie es weitergeht, irgendwie. Nein. Ich habe dieses Level noch nie wirklich vorher gespielt. Und dann kam irgendwann meine PC-Zeit und dann war ich raus aus dem Spiel. Es ist eine echte Nervensäge. Ah, Leute. Jetzt haben wir es 9:45. Wie lange wollt ihr noch machen? Ich würde gerne zum Fazit kommen, denn ich habe ja auch in diesem Level hier schon Grafikfehler gehabt. Das zweite Mal an derselben Stelle. Ach komm. Ja. Und wir können ganz zum Fazit kommen. Wenn jemand anfangen will von euch. Ja, mache ich doch einfach den Anfang. Ja, also habe ich ja schon jetzt im Stream so gesagt, eigentlich hat es mir gut gefallen.
Es hat aber so zwei, drei Sachen, die mir leider dann den Spielspaß massiv runterdrücken. Also, habe ich ja schon gesagt, die Levels sind mir viel zu groß. Es gibt viel zu wenig Checkpoints dafür. Und wenn man dann stirbt, dass man dann eben zum Teil wirklich 10 Minuten wieder spielen muss, das ist einfach nervig. Und dann ist mir das halt jetzt schon zweimal in dem Spiel passiert, dass ich wirklich einmal getroffen worden bin von einer Sache, wo ich nichts dafür konnte. Ja, also ich konnte es auch nicht ahnen, sondern auf einmal kam eben dieser Strohballen. Der schießt mich runter auf die nächste Plattform. Dort steht dann irgendein Typ mit dem Hackeball. Der hackt mich gleich weiter auf die nächste Plattform. Die nächste Plattform gibt es aber nicht, denn da ist das Levelende. Und damit fange ich wieder vom Start an. Das sind so Sachen, die passieren Nintendo nicht, sage ich mal. Ja, so, also ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen oder so. Aber grundsätzlich klingt das aber alles viel zu negativ, weil ich hatte schon meinen Spaß. Ich finde die Animation ganz niedlich. Ich finde die Melodie, abgesehen jetzt von dem Endbossen, die nervt, weil das ist immer so ein 10-Sekunden-Loop, der sich wiederholt. Auch nicht so stressig eigentlich. Also irgendwo so stressig, aber irgendwie dann doch auch nicht. Irgendwie passt sie halt. Ich glaube, wenn ich es damals gespielt hätte, hätte ich es besser gefunden. So sind mir die Level, wie gesagt, viel zu groß. Ich finde es halt, aber schon gut, also grundsätzlich. Also ich kann schon verstehen, wenn jemand heute da echt gute Erinnerungen dran hat und sagt, von wegen, hat er gerne gespielt. Darf Manfred? gerne der Nächste. Ja, also ich teile Steffens Meinung komplett. Also, und was ich sagen muss, wirklich von der Atmosphäre, also grafisch ist es absolut nett gemacht, aber eben, sagen wir, also der Level ist zu groß und was das Bild ist, wenn man einmal stirbt, mit den Schaltern sind alle wieder zurückgesetzt. Also das nervt etwas. Also, aber ansonsten, irgendwie, es hat was, dass man dranbleibt, aber ich bin nicht gut genug und ich spiele auch mit Cheat, muss ich sagen. Das war's von mir. Ich habe das Spiel ja seit meiner Amiga-Zeit dann auch nicht mehr angefasst. Das dürfte dann so um 95 rum gewesen sein. Ach, verdammt, egal. Es ist mir damals nicht so aufgefallen, wie ausufernd groß die Level sind. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Das Spiel ist schwer, aber nur selten unfair schwer, finde ich. Also es hat seine Stellen, ja, aber wirklich unfair wird es dann nicht. Was halt tierisch nervt, ist halt eben diese Checkpoints. Es gibt zu wenig Checkpoints, es gibt keine Möglichkeit, die Level zu speichern oder irgendwie ein Passwortsystem oder irgendwas zu machen, dass du nicht jedes Mal von vorne anfangen musst. Also ein gutes Spiel, aber nicht das, was man heute von einem Spiel erwarten würde. Nicht mehr das, was man heute erwarten würde, so. Gut, dann schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwie Hamburg noch erreichen. Waren denn die Level in Leander klein? Aber Leander, war das nicht ein Shooter? Leute, falsche Erinnerung. Leander sagt mir jetzt spontan gar nichts, muss ich ehrlich gestehen. Leander ist auch so ein Teil, was ich eben gar nicht mehr selbst gespielt habe, weil ich da schon am PC war. Normalerweise sollte man meinen, dass man uns in Hamburg am Fernseher hört. Hier war kein Shooter, ich sehe jetzt. Okay. Aber Ja, irgendwie nicht. habe ich auch gerade gesehen, dass ich es verwechselt habe. Das erste Spiel von Traveler's Tales. Ja, irgendwas sagt mir der Name. Du wirst wahrscheinlich mal ein Foto sehen. Oder Screenshot Ja, oder irgendwas. ich habe das Spiel nicht gespielt. Es muss, wie gesagt, auch daraus kommen, als ich weg war. Ich kenne aber. Also, wenn ich die Bilder sehe, dann erkenne ich die Sprite-Figur und aber eben nur aus Testzeiten, so Amiga Joker und Co. Nee, es sagt mir dazu eh nichts. Das Spiel. Erinnert so ein bisschen an Gods, wenn ich mir die Screenshots Ich habe anschaue. dasselbe gedacht, so bei dem Schriftzug, den ich gesehen habe, dachte ich, irgendwie erinnert mich das an die Bitbit Brothers. Warum seid ihr jetzt alle auf dem Friedhof? Weil es Level ein 3. Level ist. Und den habt ihr noch nicht durchgespielt. Und ich bin ja Nee, auch wir sind nicht ziemlich am beim Anfang und es vergeht ein bisschen die Lust, da weiter zu spielen, weil Ich es bin ja doch hier sehr bei ausufert. dem Top-Banana-Level angekommen. Wollte gerade sagen, du hast das Spiel gewechselt, oder? Nein, das ist Aber ein Grafikbug. ihr spielt mit Trainer, oder? Ich bin umgeswitcht auch, ja.
Ich auch, die beiden, ja, ich spiele mit Trainer. Ja, nicht wirklich. Safe State. Ja, das ist ja noch mehr Schummeln, also bitte. Aber ihr wollt nicht mehr, oder was schließe ich daraus? Nee, ja, also es ist nett, es ist gut, aber nach 2 Stunden ist es auch gut. Wunderbar, ich fand es einen Tick zu schwer. Ich weiß nicht, wie euer Resümee war. Ich habe ja leider schon vorher aufgegeben, weil ich irgendwie mit der Steuerung noch nicht warm geworden bin. Aber schlecht ist es mit Sicherheit nicht, nein. Habt ihr noch was zum Spiel zu sagen oder wollen wir schon auf die nächste Woche hinweisen? Wir können gerne auf nächste Woche hinweisen. Ich glaube, wir sind soweit ansonsten durch mit dem Fazit. Auf was weisen wir denn? Ich muss mal kurz aufrufen. Wollen wir nur gucken, ob ihr gut vorbereitet Immortal seid. Von Arne. Immortal, ja, von Arne. Dann bin ich leider nicht dabei, schade. Auch ein Spiel, was ich immer mal nachholen wollte. Ich habe es auch hier. Ich hatte eigentlich mal nach einer Gelegenheit gesucht, das zu spielen, aber ich habe nächste Woche Mundstuhl in München. Mundstuhl? Mundstuhl, ja. Das ist eine Veranstaltung. Dere. Es ist keine Krankheit. Nein, Mundstuhl ist Comedy-Duo. Genau. Ja, das sollten die meisten Leute kennen. Richtig. Na gut, dann geht es nächste Woche weiter. Hoffen wir, dass Arne mit dabei ist. Und wie gesagt, wer hier mal mitspielen möchte, kann sich jederzeit mit einloggen. Infos findet ihr auf der Homepage. Du kannst noch mal deinen Wunsch äußern, Stefan. Du Batman hast The Movie. Batman, welches, egal für welches System, oder? Völlig egal, es gibt wunderbar schöne Varianten, sogar vom bis zum Spektrum. Gut, schreibt mir sicher, jetzt haben wir noch mal eine E-Mail, bitte gleich anschließend, dann baue ich das heute Abend noch in die Liste mit ein. Ja, danke an euch fürs Spielen und auch für die Auswahl des Spiels, Michael, auch wenn du natürlich jetzt am Ende einfach nicht durchspielen möchtest, obwohl es doch dein Wunsch war. Ja, aber ich habe es damals auch nie durchgespielt und muss es heute nicht zwingend durchspielen. Absolut, aber wie gesagt, sieht ja echt hübsch aus und schlecht ist es definitiv nicht, um Gottes Willen. Aber warum müssen Spiele immer so verdammt unfair sein mit Zwischenstopps, dafür echt auch geerdet. Ja, dann danke ich euch, wie gesagt. Wir sehen uns und, in diesem Format nächsten Donnerstag wieder. Ansonsten hören wir uns vielleicht ja morgen beim Audiostammtisch. Oder auch nächste Woche gibt es ja noch einige weitere Sendungen und auch wieder ein Regionalabfeuer und anderes. Danke an euch, danke an den Chat, an alle, die uns unterstützen und bis zum nächsten Mal. Ciao.